Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Children of Mana. Der erste Ableger auf dem Nintendo DS. Soweit ich weiß, ist das der erste Ableger. Ist das der erste Ableger auf Nintendo DS oder gab es Heroes of Mana vorher? Ich glaube, gab es Heroes of Mana auf DS? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall heißt das immer, um ein bisschen Infos zu streuen, heißt dieses Spiel. Weil es halt kein richtigen Nachfolger von einem Mana-Titel ist. Ne? Die heißen ja alle Seiken Densetsu 1, 2, 3, 4 und so weiter. Dieser Teil heißt in Japan Seiken Densetsu DS. Children of Mana. So kann man es ungefähr übersetzen. Deswegen heißt das Spiel einfach hier in Deutschland und im Westen allgemein Children of Mana. So einfach kann es gehen. Es wäre ja doof, wenn es hier irgendwie heißen würde Seiken Densetsu DS, weil Seiken Densetsu ist hier im Westen nicht bekannt. Also zumindest für die Unwissenden, ne? Ihr wisst Bescheid, Seiken Densetsu 1 ist Mystic Quest hier im Westen, Seiken Densetsu 2 ist Secret of Mana und Seiken Densetsu 3 ist Trials of Mana. Seiken Densetsu 4 kam hier nie raus, ist Dawn of Mana im Westen, außer bei uns. Da gibt's das Spiel nicht. Ich hab's übersetzt, guckt gerne rein. Wir machen heute weiter mit der Hauptstory, hab ich mir gedacht. Ich habe dazu, ihr seht mein Geld, ich habe ein bisschen Geld gefarmt und bin bis Level 11 gegangen, gelevelt. Ich zeige euch einfach meinen Status mal. Ich habe bis Level 11 gelevelt, hab ein paar Sidequests mitgemacht, weil die halt wirklich, das sind halt immer dieselben, es passiert halt nichts anderes, was ein bisschen schade ist. Und ich wollte jetzt nicht noch ein paar Mana drauf verbringen, dementsprechend habe ich Level 11 gelevelt, habe mir das Breitschwert auch schon ausgerüstet, glaube ich, und den Holzpflegel. 5000 Tacken habe ich. Ich würde es gerne aber meinen alten Kram verkaufen. Ich habe so viel eingesammelt. Hey, Ferik, was kann ich für... hier kann ich nicht verkaufen, oder? Handeln? Bei dir konnte ich doch nur hier Gems kaufen oder so, ne? Ja, genau. Nee, machen wir nicht. Bis später. Ja, bis später. Ich glaube, hier oben konnten wir Sachen verkaufen, ne? Ja, genau. Bei den Millionären. Weil wir haben so viel Kram, ich habe alles bestimmt an 8 Mal oder so, jedes Item, was man im Mana-Turm holen kann. Deswegen verkaufen wir ein paar Sachen hier. Weil das Kurzschwert brauchen wir nicht mehr, ist schwach. Okay. Verkaufen. Meine Güte, jetzt muss ich jetzt durch 3 Mal die Sachen durch. Ne, man kann zum Glück aufs Maximum machen, finde ich gut. Höher geht nicht. Siehe Ausrüstung im LCD oben. Gut. Wir kriegen dafür auch echt gar nichts, ne? So, Eisenpflege. Kann ich das hier einfach runter... Warte mal, kann ich hier einfach unten drücken gehen? Nee, muss extra 8 Mal nach oben. Okay, Leute. Das dauert ein bisschen. Nein, was da ist, dauert. Das geht schnell. Und den leichten Pflege brauchen wir ja auch nicht mehr. Den haben wir ja auch nur einmal. Wir kriegen halt gar nichts, ne? So. Die Flickenweste kann auch weg. Und die Filzrobe, die können wir ja nicht mehr ausrüsten. Und so viel Geld kriegen wir davon auch nicht, ne? Ist echt nicht viel. Ich habe gedacht, wir kriegen hier mehr raus. Lederrüstung auch weg. Haben wir auch ganze 5 Mal. So. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch zumindest beim ersten Mal. Wie ich das alles verkaufe, weil in Zukunft kann ich das halt rausschneiden, ne? Einen würde ich gerne behalten. Ich weiß nämlich nicht, ob ich den ausgerüstet der mitverkaufe. Das ist das Problem. Ups. Ja, ich habe noch ein paar Ringe. Bin außerdem zu weit weggegangen. Ein Perlenring. Kriegt man auch nur 10? Das ist halt echt gar nichts. Das ist halt echt gar nichts, was man da rausbekommt. Ich meine, es lohnt sich ja nicht mal, das zu behalten eigentlich, ne? Aber so wie es aussieht, lohnt es sich ja nicht mal zu verkaufen. Wobei 150 ist nicht gerade wenig. Und der Ring der Erinnerung. Eigentlich kann er weg, ja. So, und an Items würde ich gerne behalten, ne? Gut, darf es noch was sein? Ich würde gerne einen Tornister kaufen, denn damit können wir mehrere Sachen quasi führen. Was finde ich schon ansprechend. Deswegen kaufen wir uns diesen mittleren Tornister und können dann 12 Exemplare mitnehmen. Das sind ganze 4 mehr. Das lohnt sich denn schon etwas. Ja, was hast du eigentlich so an Ausrüstung?
Langschwert kann man erst auf Stufe 14 tragen, das ist natürlich ein bisschen doof. Lederplattenrüstung auch ab Stufe. Können wir das? Das ist ab Stufe 13. Aber das können wir schon kaufen, oder wie? Da steht ja nicht, welches wir brauchen, deswegen. Okay. Kaufen wir uns das und rüsten es auch gleich aus. Ja, sehr schön. Da haben wir uns auch was Gutes gegönnt hier, ne? Nein, das sollte eigentlich reichen, um ins nächste Gebiet gehen zu können. Was ich aber gerne machen würde, wäre eine, ob ich jetzt gucken kann. Also ich würde gerne mal machen, ob ich hier gucken kann. Ich würde hier gerne gucken, ob ich hier eine Art Juwelenfusion schon mal kann. Ich habe wirklich einiges an Juwelen gesammelt. Kristall der Stärke. Kristall des Lebens können wir machen, weil mal Kristall der Stärke. Neues Juwel, Kristall des Lebens. Maximal LP plus 2x1. Klicken wir mal rauf. Fusion. Okay. Du hast ein neues Juwel erzeugt. Interessant. Kristall der Gedanken. Magische Abwehr ist halt, ja, eigentlich ganz gut, aber ich mache es mir nochmal hier, Abwehr halt nochmal. Nehmen wir Kristall der Stärke. Davon haben wir ein paar. Okay, was bist du? Hä? Nee, eigentlich nicht. Ich bin sehr neugierig, was das hier alles bewirkt. Ich habe keine Ahnung. Ich guck da nochmal rein. Juwelen. War das hier? Ah, maximal LP plus 30. Aber wir brauchen halt einen größeren Rahmen. Wie können wir denn den Rahmen vergrößern? Werden wir wahrscheinlich im Laufe der Story freischalten. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Da ich bin ja sehr neugierig, ne? So, hey. Moti, mein Bester. Ich habe auf dich gewartet, Ferik. Ich hoffe, du bist bereit, nach Toppel aufzubrechen. Ich bin bereit, aber wie soll ich dorthin kommen? Nimm das hier. Was ist das? Eine Drehtrommel. Die Geister haben sie mir für Zeiten wie diesen überlassen. Es heißt, man könne damit den Schutzgeist Flammi rufen. Flammi? Ich find's ja, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Finde ich ein bisschen merkwürdig. Wir haben teilweise die Übersetzung von Secret of Mana genommen. Jetzt zum Beispiel den Pogo-Puschel. Ne, der heißt hier auch im Spiel Pogo-Puschel. Aber hier benutzen sie halt das aus dem Original. Flammi, den Namen. Flammi. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Das ist ein bisschen so nicht richtig lokalisiert, finde ich. Weil es halt auch eine Mischung aus allen ist. Wahrscheinlich haben die Übersetzer einfach nur ein Dokument bekommen. Hier, übersetzt das mal. Und da haben sie Flammi gesehen. Ah, oh, das ist ein Eigenname. Wir wissen nicht, was das für ein Ding ist. Kommt einmal vielleicht im Spiel vor. Hä? Ob das Lufti ist? Wahrscheinlich hat der alte Übersetzer da gar nicht mit dran gearbeitet. Das wirkt zumindest so. Versuche es selbst. Du wurdest vom Heiligen Schwert auserwählt. Also Mois, ne? Der hat da wahrscheinlich nicht mit dran gearbeitet, ja, an dieser Übersetzung. Aber Pokémon haben sie übernommen. Na egal. Du wurdest vom Heiligen Schwert auserwählt. Ich bin mir sicher, dein Ruf wird erhört. Hm? Nur zu, geh raus auf den Balkon und dreh die Trommel. Na gut. Gut, wer Secret of Mana gespielt hat, weiß es. Habt ihr Secret of Mana gespielt? Das auf dem Super Nintendo. Sollte mich mal mega interessieren. Und somit haben wir Flammi an unserer Seite. Wir können jetzt die Illusia verlassen, in andere Länder reisen. Was ich dazu noch sagen wollte, wenn ihr den ersten Part gesehen habt, ich habe am Anfang natürlich, jetzt kann ich das nicht mehr schneiden, weil ich halt nur ein Bild aufnehme. Ich habe den Anfang, das Intro, habe ich halt separat zweimal aufgenommen und habe dann halt abgespielt, damit das halt das links und unten rechts dasselbe Bild ist, bis auf das, wo halt der Übergang stattfindet, damit das schön immer noch schöner aussieht, damit ihr alles sieht vom Bild halt.
Hier habe ich jetzt hier kann ich das nicht mehr so machen, dass ich dann ihr habt hier rechts natürlich die Karte und links das Dings, deswegen kann ich jetzt nicht mehr immer hin und her switchen. Das geht leider nicht. Allerdings, ja, wir machen weiter. Wir fliegen jetzt nach Toppel. Genauer gesagt zum Sternensee. Ja, betreten wir mal. Gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Ich habe ein bisschen Schiss. Neues Gebiet heißt immer, ja, neue Gegner und so weiter, ne? Da wären wir. Okay, und es werden uns erwarten uns hier gleich Fledermäuse und Krebse. Also diese Krabben, die ihr aus Secret of Mana kennt. Wenn ihr das gespielt habt, natürlich. Ich weiß ja nicht, wie meine Zuschauer so drauf sind, ne? Das Problem ist, wir müssen hier extrem aufpassen. Hier ist viel, hier im Sumpf, beziehungsweise Sumpf ist der Sternensee, ist sehr viel. Oh. Sehr viel Gift und so weiter und Schmodder. Autsch, ich wollte eigentlich nicht drüber. Ich würde gerne die Kiste da nehmen. Und wir kriegen. Wow, 320. Warte mal. Kannst aber genau, ihr könnt ja herkommen. Und anscheinend macht das Ding keinen Schaden, der Pflegel. Und wir nehmen natürlich wieder jeden Gegner mit. Wir sind hier erstmalig hier in dem Gebiet. Oh, siehst du mal, ich bin vergiftet. Aber ich hab doch. Ach, ihr seht, ich habe auch zufällig mal was gefunden. Ein Engelskelch im Mana-Turm, keine Ahnung. Ich glaube, gegen Gift hilft nicht Heilgemüse, sondern Sternkraut, ne? Ups, geh mal zur Seite. Ja, aber viel. Ich werde immer nur bis zum. Ich werde natürlich ein paar Sidequest-Parts immer machen. Ich habe mir natürlich zwei Parts wieder Zeit gelassen. Für sowas. Immer wieder. Ich will das Spiel auch zeigen, ne? Ich will das Spiel auch nicht durchrushen. Denn das Spiel ist eigentlich soll. Es geht nicht lange, um ehrlich zu sein. Und dementsprechend, ja. Ich will euch das Spiel so gut ergänzt zu zeigen. Jetzt außer dem Multiplayer. Dementsprechend machen wir auch immer nach jedem Story-Part oder nach jedem Story-Abschnitt halt auch Sidequests in dem jeweiligen Gebiet. Eventuell müssen wir sogar in alte Gebiete zurück. Das kann natürlich auch sein. Kommt auch mal vor. Das ist eigentlich sehr cool gemacht. Ihr hängt da oben aber sehr fies. Kann ich euch nicht ranziehen? Doch. Da kann eine neue Ausrüstung machen, die mir aber auch echt kaum schaden, ne? So, komm mal her. Was hast du da? Wir müssen die Sabe aber auch mitnehmen. Das können wir ja schlecht liegen lassen. die Tautropfen. Entschuldigung. Hier hinter kann nie was sein, oder? Ich weiß es nicht. Gut, da sollte das hier gewesen sein, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen das hat. Steht da gar nicht rechts. Steht da rechts gar nicht, ne? Ein kleiner Bildschirm oder so. Was ich aber gut finde, man sieht das Level ab. Da habe ich nie drauf geachtet. Oh, verdammt, ich bin blind. Ah, geht das wieder weg? Danke. Ah, guck mal, die Enten. So, da ich jetzt hier extrem aufpassen muss. So. Möchte ich natürlich jetzt nicht hier wie im Mana-Turm halt einfach in die Stacheln immer reinlaufen. Sondern muss ein bisschen gewiefter vorgehen. Ein bisschen, was heißt gewiefter? Ein bisschen vorsichtiger. Weil ich weiß nämlich nicht, wie lang die Gebiete sind. Die werden halt schwer und man kriegt halt sehr leicht Schaden. Und man sehr schnell vor allem. Ah, wir können das Ganze 12, stimmt ja, ganz vergessen. Ah. So. Ich weiß auch gar nicht, wie groß das Gebiet ist. Warte mal. Den können wir doch hier rüberholen. Was haben wir denn da drin? Oh, nice. Geld. Ich finde diese Enten hier voll cool. Autsch. Ja, reiß alles kaputt hier. Au. Und die machen schon ordentlich Schaden. Aber ich weiß. Hier kriegen wir einen richtig, richtig coolen Orden. Also so ein Gem. Den werdet ihr toll finden. Den werdet ihr safe toll finden. So, war hier noch irgendwas?
Ja, da rechts, aber da will ich gar nicht rüber. Aber doch, 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 doch. Da wollen wir rüber. Kann ich irgendwie die Karte komplett mal aufmachen oder so? Nee. Das ist auch das so was Lustiges. Dieser Flegel und die Büsche. Man kann sich ranziehen, aber da sind auch Sachen drin. Ist ganz nützlich zu erfahren. So. Ihr seht, wie viel Schaden man kassieren kann, ne? So, da ist Busch drüben, da müssen wir uns rüberziehen. Oder auch Gegner rausholen. Ja, das. Ah. Komm mal rüber. Da müssen wir halt wirklich aufpassen. Ah, siehst du mal. Das meine ich. War hier nicht irgendwo ein Gegner da? So, da. Und das meine ich aber auch. Das Spiel wird halt immer interessanter, ne? Desto weiter man spielt. Der Wandturm ist jetzt nichts wirklich Krasses, ne? Okay, hier war kein Orden. Ich dachte, hier wäre jetzt ein Gem drin. Zumindest hatte ich den damals hier. Hier einen coolen Gem rausgeholt. Hä? Dann müssen wir anscheinend... Wir können hier weiter. Ich glaube, der Weg ist egal, welchen Weg wir gehen. Die Viecher muss ich erstmal loswerden. Die kleinen Teufelchen. Und die Noppenzunge. So hieß die, glaube ich, bei uns, also in Secret of Mana. Die muss man aber auch schnell erledigen, weil die können sich halt verwandeln. Und dann sind sie stressig. Ich weiß nicht, ob sie es hier tun. Das weiß ich nicht. Autsch. So. Und man sieht, ihr seht, Alter, das Gift, die können einen schon echt zusetzen. Ich muss mich öfter mal heilen. Ich komme nicht weg. Ich muss mich tatsächlich öfter heilen. Und ich habe auch gesagt, das Schwierigkeit zieht ein bisschen an. Gerade hier muss man extrem aufpassen. Ja, komm. Und der Tropfen ist in einer Truhe versteckt. Ist hier... Essen, bis er dem Gegner, dann kümmern wir uns wieder um ein bisschen um die Umgebung. Der kann natürlich auch hier drin sein, ne? Nee, da war nur Geld drin, ne? Kann da mehr drin sein? Das ist doch die Frage. Ne, wahrscheinlich immer nur ein Gegenstand oder ein Gegner, ne? Oder? Ja. Gut, auf der anderen Seite waren wir hier. Da haben wir eine Truhe. Wäre ja gelacht, wenn wir da nicht rankämen, ne? Und da ist der Samen. Der, ich sag mal Samen, Tautropfen natürlich. Kann ich euch da runterschieben? Warte. Hey, hey, hey. Verdammt. Hä? Ich bin der Meinung, irgendwo gibt es halt einen guten Gem. Bist du das? Kristall der Abwehr. Ah, verdammt, hier gibt es halt keine so großen Sachen. Da ist nichts drinne. Das ist natürlich ärgerlich, ne? So, warte mal, kann ich dich vielleicht noch da runterschieben? Das wäre ziemlich gut. So. Verdammt, nein! Oh, nö! Das sind so viele Truhen. Spawnen irgendwo noch Gegner? Ich glaube, wir haben alle erledigt, oder? Ich glaube, wir haben alle erledigt. Vielleicht kann ich die ja noch dazu benutzen. Das wäre natürlich auch sehr klug eigentlich, ne? Wenn wir das noch vielleicht dazu benutzen können, das da aufzu... Diese Pflanzen. Die Pflanzen verhalten sich wie die silbernen Töpfe im Mana-Turm. So. Ein bisschen näher ran. Hallo. Nein. Sieht echt nicht danach aus. Ja, schade. Dann kann man also nicht an diese Truhen ran. Was nicht schlimm ist, die sind ja eh alle zufällig, ne? Was da drin ist. Und wir kriegen die Sachen, die wir da finden, kriegen wir halt auch in anderen Truhen, ne? Können wir halt wo überall bekommen. Dementsprechend ist das gar nicht so schlimm. Nicht so schlimm, wie ihr denkt.
Es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir nicht alles in einer Ebene mitnehmen können. Und das ist ein Level, nice. Das ist allgemein schwieriger, die Pflanzen zu zerstören als die Krüge, ne? Kann das sein? Etwas, ne? So, natürlich ist natürlich. Nein. Natürlich ist das hier auch wieder in einer Truhe versteckt. Komm mal her. So. Komm mal rüber hier, du. Oh. Eine Eidechse. Yeah. So. Ein bisschen heilen hier. Ah, und da ist er schon. Holen wir den schon mal hier hin. Legen den einfach mal in die Mitte. Ist, denke ich mal, ganz gut so. Und man sieht schon, die halten wirklich viel aus, ne? Ist da was Gutes drin? Heilgemüse. Ich heile mich mal voll. Also quasi voll. So, rüber. Und ihr seht schon, es ist schon ein bisschen mehr erforschen, ne? Und das finde ich halt wirklich schon cool. So, mal gucken. Ein Bonbon und ein Ring der Erinnerung. Ja, gut. Hier könnte vielleicht noch was drin sein. Nee. Das könnte zum Rand. Das könnte zum Rand, ne? Ja. Gut. Ja, au. Gut. Hier, von hier oben kamen wir, oder? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, hier kamen wir her. Ei, 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 ei. Und die machen gleich 5, ne? Also da ist. Das ist. Da ist quasi nichts mit einfach so durchlaufen. Das macht jetzt erstmal zu viel Schaden. So. Ich will halt nicht in die Stacheln rein. Ja, danke. Eine dürftige Resistenz. Das hört sich nicht so spannend an. Und ich habe herausgefunden, die Monstertruhen, die kann man nur besiegen mit dem Pflegel. Mit dem Schwert haut man, kloppt man sich da wund. Da will ich eigentlich nicht durch. Gehen wir mal rum. Huch, da ist noch ein Gegner. Na, komm her. Und du auch. Dich lasse ich nicht ungeschoren davon kommen. So. Stacheln sind natürlich auch. Eieieiei. So. Und du natürlich auch. Ah. Ich muss extrem aufpassen. So. Ist natürlich auch sehr klug, wenn wir das einsammeln. Ein Bonbon. Wenn wir auch. Ist vielleicht, wenn wir jetzt schon Maximum haben, dann können wir das direkt verwenden und einsammeln. Verschwendet man halt nichts, ne? Ist halt gratis Heilung. Ah nein, hat ihn verschluckt! Au, au, au! Ja, das kann auch passieren. Hier kommen wir nicht durch. Ah, ich häng fest. Ah, okay, da sollten wir vielleicht merken, dass diese Ranken nicht so gut sind für uns. Dieses Gewächs. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Schnell erledigen. Ja, komm. Nein, du. Ja, du auch. Wir erledigen natürlich auch alle Monster, ne? In der Story sollte man das tun. Langschwert. Ja, diese Dinger können wir aber erst mit Level 15 tragen. Das ist natürlich nicht so geil. Aber vielleicht erreichen wir auch noch bald Level 15. Sollten wir nicht erreichen. Uah! Geh mir nicht auf den Keks, du. So, was haben wir hier? Ein
Kristall der Weisheit. Ich warte immer noch, dass wir halt, was waren die, ja, ein gutes Item, einen guten Gem bekommen, den ich eigentlich mir die ganze Zeit schon erhoffe. Mit Zeit. Ich hole mal schon mal den Tropfen ab, sonst müssen wir ewig wieder zurück. Das wäre natürlich schade, wenn wir da jetzt das Ziel haben und dann noch ewig laufen müssen. So, hier kommst du hin. Und da ist es auch schon. Ach Gott! Brauchen zwei Hits die Pflanzen, bis sie zerstört sind. Halt! Na, ich will die halt nach oben schieben. Oh Gott. Danke. Verdammt, wie soll man das denn da reinkriegen? Und man kann dann irgendwie die Gegner kaum wirklich schieben. So. Was war das denn? Och nö, ernsthaft? Dafür habe ich mir jetzt so viel Aufwand gemacht? Ist da irgendwas drinne vielleicht? Nee. Gut, du bleibst erstmal kurz hier. Kommen wir da vielleicht einmal rum? Nee. Ja, toll. Hätte ich das mal gewusst. Aber eventuell können wir die von innen vielleicht dagegen dreschen lassen, also von außen. Halt. Nee, man kommt da gar nicht hin. Das ist natürlich schade. Ja. Na gut. Nehmen wir den Tautropfen und gehen weiter. Auf in Ebene 4. Sieht auch. Was ist das, eine kleine Ebene? Okay, da ist schon eine. Wie kommen wir denn? Wir müssen einen speziellen Feind besiegen. Ist da bitte was drin? Gucken wir mal. Wie kann ich denn davon. Genau, so. Okay, so machen wir das. Ein Betrachterring. Was der macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, komm her. Also einige kenne ich ja schon aus den anderen Artikeln, aber dieses Vieh hier, das kenne ich ja gar nicht. Oh, was haben wir denn da? Oh, ein bisschen hier. Oh, bitte, das soll so ein Gem sein. Ja, es ist das, ist der Gem. Ich kann ihn leider nicht ausrüsten, Leute. Ich kann ihn leider noch nicht ausrüsten. Das ist natürlich schade. Aber, wahrscheinlich im nächsten Part, gucken wir mal. Wir machen erstmal hier weiter. So. Schön. Eine saubere Umgebung. Geh weg. So. Ich würde sagen, hier machen wir Schluss. Im nächsten Part gehen wir dann weiter im Sternensee. Erforschen mal noch weiter das Lande. Und vielleicht kriegen wir sogar vielleicht den nächsten Bossgegner zu sehen. Wer weiß, wer weiß. Guckt auf jeden Fall rein, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.